Herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming. Wir haben Neuigkeiten und zwar wurde von Giants heute bekannt gegeben, was das DLC, das am 22. März herauskommen wird, enthalten ist. Und diesen Inhalt will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Das DLC, das herauskommen wird, beinhaltet das Antonio Carraro Pack. Was ist das Antonio Carraro Pack? Das Antonio Carraro Pack beinhaltet 10 brandneue Fahrzeuge des historischen Maschinenherstellers aus Italien. Es handelt sich dabei ausschließlich um Kompakttraktoren oder alles, was in diesem kompakten Bereich sich befindet. Und zwar sind diese Traktoren gebaut, vor allem für den Trauben- und den Olivenanbau, wie auch für die Grünlandpflege. Mit dem Antonio Carraro Pack erhalten wir spezialisierte Geräte aus Italien, die euch erlauben, selbst unter schwierigsten Bedingungen mit extremer Wendigkeit zu agieren, etwa auf Gelände mit starken Steigungen und wenig Platz für Wendemanöver. Die Traktoren von Antonio Carraro zeichnen sich durch extrem kompakte Konstruktion aus, gepaart mit kleinen Wendekreisen und einem idealen Sichtfeld in alle Richtungen. Wer ist Antonio Carraro? Für mich ausschließlich im LS-Zocker ist die Marke Antonio Carraro absolut unbekannt. Deswegen habe ich mich ein bisschen informiert und habe herausgefunden, dass Giovanni Carraro der Pionier war. Der hat im Jahr 1910 im Alter von nur gerade 20 Jahren die erste multifunktionale Landmaschine gebaut. In kurzer Zeit verwandelte er seine Schmiedewerkstatt in einen Industriekomplex, der Sämaschinen und später traditionelle Traktoren herstellte. Antonio, der jüngste seiner 6 Söhne, gründete 1960 die Firma Antonio Carraro di Giovanni. Der erste Einachstraktor Scarabeo entsteht. Danach hat sich die Marke vor allem in den Sektor der kleinen Landwirtschaft spezialisiert, also Traktoren hergestellt von 20 bis zu 100 PS. Und hat sich immer weiter entwickelt, bis es auf jeden Fall heute auch immer noch besteht. Und zwar diese Nische des Kompakttraktoren attackiert weltweit und auch sehr erfolgreich zu sein scheint. In dem Pack von den Traktoren, die herauskommen werden, haben wir zum einen mal das Modell Super Tigre 635. Es handelt sich hier wahrscheinlich um ein älteres Modell mit einer Leistung von 35 PS und einer Maximalgeschwindigkeit von 21 km/h. Der zweite Traktor, der dann kommt, ist der TTR 4400 mit einer Leistung von 38 PS und einer Maximalgeschwindigkeit von 28 km/h. Der nächste in der Reihe ist der TGF 10900R. Mit einer Leistung von 98 PS und einer Geschwindigkeit von 40 km/h. Gefolgt von Toni 10900 SR, ebenfalls mit 98 PS und einer Maximalgeschwindigkeit von 40 km/h. Ein weiteres Modell ist der Mach 2R, auch mit einer Leistung von 98 PS und der Maximalgeschwindigkeit von 35 km/h. Davon gibt es auch ein zweites Modell, und zwar den Mach 4R, ebenfalls mit der Leistung von 98 PS und der Maximalgeschwindigkeit von 40 km/h. Das nächste Modell, was auch inkludiert ist, ist der Toni 10900 TTR, 98 PS und 40 km/h Maximalgeschwindigkeit. Dann kommt der Toni 10900 TR, 98 PS und 40 km/h Maximalgeschwindigkeit. Und der letzte Traktor, der dabei sein wird, ist der TTR 7600 Infinity mit einer Leistung von 75 PS und der Maximalgeschwindigkeit von 40 km/h. Und dann kommt noch ein Gefährt, das wahrscheinlich eher so als Transportgerät dann gilt. Das ist der Tigre K 3200. Mit einer Leistung von 19 PS, einer Maximalgeschwindigkeit von 30 km/h und der Ladekapazität von 890 Litern. In ein paar dieser Traktoren kann man ganz einfach den Sitz umdrehen, also quasi die Lenkungs- oder Arbeitsrichtung wenden. Sehr praktisch.
Es gibt sehr viele von den Traktoren, die da in diesem DLC enthalten sind, sind Gelenktraktoren, zum Teil mit Raupen und zum Teil natürlich mit konventionellen Rädern. Ich bin gespannt. Seid ihr es auch? Bitte kommentiert mir, ob das euch enttäuscht, dieses DLC, oder ob ihr was anderes erwartet hättet. Ich finde es cool, man kann hier definitiv etwas Neues starten. Also ich habe mir schon überlegt, ob ich dann eine Angezockt-Serie mache mit den Antonio Carraro Traktoren. Das heißt, ausschließlich diese Traktoren werden dann eingesetzt. Natürlich bei den Anbaugeräten muss man dann andere Geräte nehmen. Aber auf jeden Fall könnte ich mir gut vorstellen, mit diesen kleinen Geräten etwas zu versuchen, ein bisschen herumzuspielen, diese kennenzulernen. Falls euch die Idee gefällt, dann kommentiert mir das doch bitte auch, ob euch sowas gefallen würde. Dann kann ich mir eventuell schon mal Gedanken machen über eine eventuelle Geschichte darum herum. Und daher wäre es froh, wenn ich ein bisschen Zeit habe, dies vorzubereiten. Falls euch das interessiert, wie gesagt, dann kommentiert das bitte im Kommentarfeld unter dem Video. Das war der kleine Überblick über das, was uns erwartet mit dem ersten DLC, was herauskommen wird am 22. März. Ich hoffe, euch hat dieser kurze Überblick gefallen. Falls ja, dann lasst doch gerne einen Daumen da, das hilft dem Kanal enorm weiter. Genauso, wenn ihr euch das Abo holt, damit ihr keine der Inhalte, die ich hier auf dem Kanal über den LS herausgebe, verpasst. Dann würde ich sagen, bis dann später, entweder gleich dann mit der Mod-Vorstellung, der Mod, die heute dann herausgegeben werden, und oder aber dann auch zum Livestream, zum Angezockt der Oldstream Farm mit Oldtimer-Traktoren heute um 18 Uhr. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke, tschüss und hasta luego.